Dieser Mann verbringt den Rest seines Lebens hinter Gittern. Er hatte ja ein Waffenverbot, aber so jemand mit solchen Kontakten hat eben ganz schnell eine neue Waffe. 3 Menschen, brutal erschossen. Mit illegalen Waffen. Frontalrecherche undercover. Zwischen 3.500 und 5.000 Euro werden diese Waffen in Deutschland gehandelt, inklusive Munition. Und bedauerlicherweise, sie werden in großer Zahl gehandelt. Jahr für Jahr kommen in Deutschland hunderte Menschen durch Schusswaffen ums Leben, werden ausgeraubt oder entführt. Wir brauchen weiteren Druck. Deshalb müssen wir das Waffenrecht aus meiner Sicht auch weiter verschärfen. Aber können schärfere Gesetze die Mörder stoppen? Wenn Waffen auf dem sogenannten Schwarzmarkt sind, also in der Illegalität, dann haben wir eben nicht die Kontrolle über die Waffen und das sind unsere Problemwaffen. Ein Geschäft für gewissenlose Händler und kriminelle Banden. Ein Insider berichtet. Das war wirklich ein Katalog mit verschiedensten Waffen, Modelle, Kaliber, Handgranaten. Und da konnte man sich dann entsprechend halt dann auch Waffen aussuchen. Frontal. Die Waffen der Killer. April 2022. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, das Urteil gefällt. Lebenslänglich bei besonderer Schwere der Schuld. Hartmut F., ein Zahnarzt. Ein Vater von 4 Kindern, ein intelligenter, charmanter Mann. Ein Mörder. 3 Menschen hat er erschossen. Seine von ihm getrennt lebende Frau Hanna. Deren Partner Tobias. Und ihren Freund Carsten. Er war professioneller Waffenhändler, er hatte eine Waffenhandelslizenz und sicherlich auch Waffenbastler. Und also ich schätze es so ein, dass er das Basteln an Waffen schon in der Jugend gelernt hat. Monatelange Ermittlungen, tausende Seiten Akten. Aber eine Frage hat die Polizei nicht beantwortet. Wie kam Hartmut F. an die Tatwaffen? Frontal hat die Ermittlungsakten ausgewertet. Und für uns stellen sich einige Fragen. Hat Hartmut F. die Waffen legal erworben? Die Akten zeigen, nein, hat er nicht. Er hatte zwar als Jäger das Recht, Waffen zu besitzen. Er hatte sogar mal eine Lizenz zum Waffenhandel. Doch ein Vorfall ein halbes Jahr vor der Tat ändert alles. Es geschieht am Wohnhaus der Familie. Gut dokumentiert in den Ermittlungsakten der Polizei. Hanna, seine Frau, hatte sich von Hartmut F. getrennt. Auch aufgrund zahlreicher Affären. Er will das nicht akzeptieren. An diesem Tag erwartet er sie aufgebracht vor dem Haus, beschimpft sie, schlägt Hanna mit der Faust nieder. Dann tritt er auf sie ein. Bedroht sie mit einem Messer. Hanna erleidet schwere Knochenbrüche. Sie muss operiert werden. Hartmut F. bekommt Besuch von der Polizei. Er darf sich seiner Frau nicht mehr nähern und gibt seine Waffen ab. Freiwillig. Diese Liste gibt Aufschluss, wie viele Schusswaffen Hartmut F. aushändigt. Insgesamt sind es 65 Stück, darunter Gewehre, Pistolen und Revolver. Er hatte ja ein Waffenverbot, hat auch seine legalen Waffen dann freiwillig abgegeben. Aber so jemand mit solchen Kontakten hat eben ganz schnell eine neue Waffe. 19. Mai 2021. In der Nacht liegt F. wach und googelt. Mörder und Gewissen. Er liest. Jeder kann zum Mörder werden. Und? Mitgefühl für einen Mörder? Mit einem Peilsender, den er am Auto angebracht hatte, observiert er seine getrennt lebende Frau Hanna. Auch am Morgen der Tat. Hanna hat einen neuen Freund. Und als sie bei ihm ankommt, wartet Hartmut F. im Auto, bis Hanna klingelt. Er lässt das Auto mit laufendem Motor stehen und folgt Hanna unbemerkt. Als ihr Freund Tobias H. die Tür öffnet, beginnt Hartmut F. zu schießen. Er verfeuert 2 Magazine mit je 25 Schuss in 18 Sekunden. Noch im Hauseingang sterben Hanna und ihr Freund. Die Mordwaffe. Eine Maschinenpistole. Typ Uzi. Eine weltweit eingesetzte Waffe, die ursprünglich nach dem Zweiten Weltkrieg in Israel entwickelt und hergestellt wurde.
Auf der Uzi von Hartmut F. finden sich hebräische Schriftzeichen. Wir treffen Lars Winkelsdorf, Waffensachverständiger und Journalist. Er hat im Auftrag der Angehörigen die Tatwaffe begutachtet. Die verwendete Tatwaffe Uzi, eine vollautomatische Maschinenpistole, ist in Deutschland als Kriegswaffe eingestuft. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit für eine Privatperson, so eine Waffe legal erwerben zu können. Es gibt aber Möglichkeiten, auf dem Schwarzmarkt solche Waffen zu beschaffen, zu Preisen zwischen 3.500 und 5.000 Euro. Nach der Tat findet die Polizei im Keller von Hartmut F.'s Zahnarztpraxis einen Bunker. Historische Waffen, Luftgewehre, scharfe Munition. Hartmut F. mordete mit Waffen, von denen keiner wusste. Ein Einzelfall? Oder sind illegale Waffen tatsächlich ein großes Problem? Die polizeiliche Kriminalstatistik macht bei der Herkunft der Waffen keinen Unterschied. Frontal hat deshalb alle 16 Landeskriminalämter gebeten, noch einmal in die Akten zu schauen. Wir wollen wissen, waren die Waffen bei Mord- und Totschlagsdelikten im Jahr 2022 legal oder illegal? 11 von 16 LKAs antworten. Ergebnis bei 59 Fällen. Nur bei 9 Delikten kamen legale Waffen zum Einsatz. In 36 Fällen nutzten die Täter illegale Waffen. 14 Fälle unklar. Eine Stichprobe, aber mit klarer Tendenz. Ja, es deckt sich schon mit meinen Erfahrungen durchaus. Also die wirklich schlimmen Fälle, um es mal allgemein zu formulieren, also gerade Gewalttaten und insbesondere Tötungen natürlich, passieren im Regelfall schon mit den illegalen Waffen. Und insofern identifizieren wir diese auch als unser eigentliches Problem, wo wir etwas tun müssen. Wie schwierig das wird, zeigt unsere Spurensuche. Wie kam Hartmut F. an eine Kriegswaffe? Er selbst sagt vor Gericht aus, er habe die Uzi in den 90ern von ehemaligen Widerstandskämpfern gegen die sowjetische Besatzung besorgt, und zwar vom Baltikum. Eine Zeugin sagte dazu, Hartmut F. sei mehrere Male mit einem Motorboot nach Litauen gefahren. Sie habe immer vermutet, dass diese Fahrten mit Waffenhandel zu tun hatten. Was für die Theorie spricht, er hatte gute persönliche Kontakte zu einem dubiosen Geschäftsmann in die litauische Stadt Klaipėda. Und nicht nur das. Also Hartmut F. Ist unter anderem, so sagt ein anderer Zeuge, nach Minsk gereist und nach Tirana und nach Kiew. Das sind ja keine Orte, wo man so ganz normal Urlaub macht. Also es spricht schon viel dafür, dass Hartmut F. in den illegalen Waffenhandel verstrickt war. Kommt die Tatwaffe im Fall F. tatsächlich vom Baltikum? Auch das Bundeskriminalamt hält illegale Waffen aus ehemaligen Kriegs- und Krisengebieten in Osteuropa für eine der wichtigsten Bezugsquellen. Unser Experte ist dennoch skeptisch. Ich halte das für ausgesprochen unwahrscheinlich. Uzis im Baltikum sind eine absolute Ausnahmeerscheinung. Und gerade so eine israelisch markierte Uzi, wie wir sie auf den Bildern gesehen haben, das halte ich für unmöglich, dass das im Baltikum vorgelegen hat. Das müssten dann eher Kalaschnikows oder Makarov-Pistolen, vielleicht noch alte Wehrmachtswaffen, aber mit Sicherheit keine original hebräische Uzi. Gerade was illegalen Waffenhandel betrifft, da hätte man dann einfach hier den Kontakt bekommen, aber man wäre nicht ins Baltikum gefahren, um da noch zusätzlich ein Risiko einzugehen. Also er könnte möglicherweise einfach eine Schutzbehauptung sein, um die wahre Herkunft zu verschleiern? Das halte ich für wahrscheinlich. Carsten Büller ist das dritte Opfer. Er hinterlässt seine Frau und 2 Töchter. Sie sind noch immer fassungslos. Carsten Büller war ein guter Freund der ermordeten Hanna. Er stand ihr beiseite, als Hartmut F. sie zusammenschlug. Als er sie zusammengeschlagen hat, dass sie da am Boden lag, er ihr noch ins Gesicht getreten hat. Und da weiß ich noch, hat Papa angerufen und erzählt, der ist gestört. Der Mann ist gestört. Hanna liegt im Krankenhaus. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Weil Carsten Büller Hanna immer wieder unterstützt, wird auch er zur Zielscheibe von Hartmut F. Als ich abends um 5:30 im Radio die Nachricht gehört habe, dass es ein Zahnarzt aus Westensee und ich meinen Mann nicht erreicht habe, wusste ich, da ist was. Der Ort, an dem Carsten Büller ermordet wird. Seine Werkstatt in Kiel.
Nur wenige Stunden, nachdem Hartmut F. Hanna und ihren Freund erschossen hat, kommt er hierher. Hartmut F. betritt die Werkstatt, schießt seinem Opfer unvermittelt 5-mal ins Gesicht. Nur 2 Minuten später sitzt er wieder im Auto und fährt ab. Die Tatwaffe, eine historische Pistole, Typ Walther PPK. Die Waffe selber scheint aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges zu stammen, wurde aber offensichtlich aus mehreren einzelnen Stücken zusammengesetzt. Faktisch ist das eine sogenannte Ghost Gun, das heißt, diese Waffe ist niemals in irgendeinem Waffenregister aufgetaucht. Sie ist nach den Wirren des Krieges in der völligen Illegalität verschwunden und bis zu diesem Tötungsdelikt war überhaupt nicht bekannt, dass diese Waffe existiert hat. Bis 1976 waren viele Schusswaffen in Deutschland legal erhältlich. Manche davon liegen noch immer auf Dachböden, in Kellern. Aber wie groß ist das Problem wirklich? Und wie schnell kommt man an eine historische Waffe? Wir machen uns auf die Suche, treffen Waffenexperten Winkelsdorf in Berlin und nehmen uns 2 Nachmittage Zeit, drehen verdeckt aus dem Auto und mit versteckten Kameras. Winkelsdorf vermutet, bei Antiquitätenhändlern könnten wir fündig werden. Nach wenigen Stunden in Berlin-Neukölln. Eine erste Spur. Neulich haben wir eine Wohnung geräumt, die total voll war. Pistolen auch an den Wänden. Polizei war 2-mal da und hat immer was gefunden. Aber das dürfen wir nicht behalten. Aber vielleicht mal ab und zu? Nee, ist gefährlich. Lieber nicht. Wir bekommen einen Tipp. Wir sollen es bei einem Laden um die Ecke versuchen. Dort spielt sich auf die Frage nach historischen Waffen diese Szene ab. Ich hab etwas. Aber das ist hinten im Lager. Wir könnten höchstens zusammen hinfahren. Das ist nicht weit von hier. Winkelsdorf und der Händler verabreden, zusammen ins Lager zu fahren. Dort präsentiert der Antiquitätenhändler Erstaunliches. Eine funktionsfähige und verbotene Gaspistole, eine Walther und eine echte Schusswaffe. Einen Karabiner. 500 Euro möchte er haben für alles zusammen. Lars Winkelsdorf ist wenig verwundert. Nach wenigen Minuten des Kennenlernens hat er völlig aufgemacht und hat angefangen, diese Waffen anzubieten. Mhm. Also ein klassisches Gewehr, wie es damals auch die Wehrmacht hatte. Ja. Aber eben auch die polnische Armee. Weltweit verbreitetes System, Mauser 98 Gewehr. Überrascht Sie das, dass es so einfach ist, praktisch daran zu kommen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also von diesen Waffen muss man sagen, die sind bis 1976 frei gehandelt worden. Mhm. Das heißt, ab 18 Jahre konnte man so etwas kaufen und natürlich sind Millionen noch von diesen Waffen in Deutschland. Hartmut F. besitzt zig historische Waffen. Darunter auch dieses Modell mit einer Gravur von Adolf Hitler. So wie die Waffe sich darstellt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die echt ist. Es kann ein Werbegeschenk gewesen sein von Adolf Hitler an Unterstützer in der Wirtschaft oder bei Behörden. Und das ist natürlich für Sammler natürlich tatsächlich eine ganze Menge Geld wert. Die Akten zeigen, Hartmut F. ist rechtsradikal. Dieses Passfoto mit SS-Stahlhelm finden die Ermittler in seiner Praxis. Eine Anstecknadel. 3 Gürtelschnallen mit Hakenkreuzen. Eine Kerze mit dem SS-Spruch, meine Ehre heißt Treue. Die Nazi-Szene, eine weitere Spur. Half ihm sein rechtes Netzwerk, an die Waffe zu kommen? Sicher ist, Hartmut F. hat einen rechten, waffenbegeisterten Freundeskreis. Die Ermittler finden bei ihm diese Fotos, Männer in Uniform, die mit Waffen posieren. Vermutlich in den 90er Jahren. Auf den Fotos sogar Uzis. Jener Waffentyp also, mit dem Hartmut F. später mordete. Die Ermittler notieren: Das Waffenmodell entspricht optisch der Tatwaffe. Einer seiner rechten Freunde ist Philipp R. Philipp R. ist auf jeden Fall rechts außen. Der hat auf jeden Fall eine Affinität zu Waffen.
Diese Fotos aus den Ermittlungsakten zeigen den Garten von Philipp R. Hartmut F. hatte die Uzi bei ihm über den Zaun geworfen. Philipp R. zerlegt die Tatwaffe. Anschließend wirft er Teile ins Meer. Später zeigt Philipp R. der Polizei die Orte, an denen er die Waffe versenkte. Manches finden Polizeitaucher, aber nicht alles. Wir fahren an die Abwurfstelle. Dass Teile verschwunden bleiben, findet Waffenexperte Winkelsdorf verdächtig. Die einzige Erklärung, die ich mir denken kann, ist, dass die Hinweise auf die Herkunft der Waffe vernichtet werden sollten. Also das sind auch die Teile, die fehlen, die man nicht gefunden hat bisher. Wo man sagen könnte, die Waffe hat diese Seriennummer, hat diesen Verkaufsweg genommen. All das ist nicht mehr nachvollziehbar. Hat Hartmut F. die Tatwaffe tatsächlich über seine rechten Freunde beschafft? Möglich wäre es. Bewiesen ist es nicht. Der Anwalt von Philipp R. schreibt auf Nachfrage an Frontal: Mein Mandant hat keine Kenntnis, wo, wann und wie Herr F. die Tatwaffe erworben hat. Du musst auch spannen, du Gurke. Es gibt eine weitere Theorie. Stammt die Tatwaffe von einem verurteilten Waffendealer? Dieser Mann heißt Guido W. War Waffenhändler, hat jahrelang kriminelle Gangs in Norddeutschland mit Schusswaffen versorgt. Heute sitzt er dafür im Gefängnis. Kronzeuge im Prozess gegen ihn war Harry M. Er war bei vielen Deals mit dabei und erzählt uns von Guido W.'s Vertriebsmethoden. Manchmal kam man mit welchen, mit vollautomatischen Waffen, gleich auch mit mehreren, mit Magazinen und so weiter. Und auch Munition dazu. Hat die Waffen ganz normal im Kofferraum liegen gehabt. Der hatte dann mehrere parat gehabt. Und da wurden dann halt entsprechend dann die Waffen präsentiert. Wir fahren zu dem Ort, an dem Guido W. seine Waffen hortete. Ein Weltkriegsbunker in der Nähe des Hamburger Flughafens. Hier fanden Ermittler zahlreiche Waffen. Zusammen mit Lars Winkelsdorf suchen wir nach Spuren, der Eingang verschlossen. Winkelsdorf ist mit dem Fall Guido W. vertraut. Kann es sein, dass die Tatwaffe hier aus diesem Bunker stammt? Das halte ich für durchaus möglich. Also hier in diesem Bunker wurden zahllose Maschinenpistolen gelagert. Darunter Maschinenpistolen Uzi oder Skorpion von dem Waffenhändler Guido W. Und hier wurden diese Waffen auch erprobt. Der verurteilte Waffenhändler Guido W. arbeitete am gleichen Ort wie der Vater des Mörders. Guido W. reparierte Maschinen bei Sig Sauer, einem Waffenhersteller. Der Vater von Hartmut F. war als Leiter der staatlichen Beschussstelle Eckernförde im selben Gebäude tätig. Die haben sich gemeinsam Pausenräume geteilt, die Cafeteria. Sie hatten die gleiche Raucherecke. Man lief sich über den Weg. Und das ist durchaus wahrscheinlich, dass sie sich hier kennengelernt haben. Guido W. dealte nachweislich mit Uzis, inklusive eingebauten Schalldämpfer. Ungewöhnlich für diesen Waffentyp. Aber genau das Modell, das auch Hartmut F. für seine Tat nutzte. Könnte es also sein, dass die Tatwaffe von Guido W. stammt und Hartmut F. sie über seinen Vater erhalten hat? Fest steht, am 16. Mai 2021 um 19.10 Uhr fährt Hartmut F. zum Haus seines Vaters. Das beweist die Auswertung seines Smartphones. Gut eine Stunde später, um 20.20 Uhr, kommt er wieder. Holt aus einem großen grünen Rucksack einen Gegenstand hervor. Die Ermittler vermuten, es ist die Uzi. Auf einem anderen Foto um 20.33 Uhr lässt sich der Schalldämpfer erkennen. Es ist die Waffe, mit der er drei Tage später Hanna und ihren Freund umbringt. Auf Fragen von Frontal zur Herkunft der Waffe äußert sich der Vater des Mörders nicht. Unsere Anfrage an Waffenhändler Guido W. blieb unbeantwortet. Die Staatsanwaltschaft teilt uns mit, die Herkunft der Tatwaffe habe, Zitat, nicht ermittelt werden können. Erfolgversprechende weitere Ermittlungsansätze liegen derzeit nicht vor. Hartmut F. hat drei Menschen erschossen. Schon vor der Tat drohte er. Dieser Mann hat gesagt, ich bringe meine Familie und mich um. Das hat er mehrfach gesagt. Das wurde der Polizei so kommuniziert. Wenn jemand sowas schon ausspricht, schon droht, seine eigenen Kinder, seine Frau und sich zu erschießen, dann frage ich mich, wie kann das sein, dass die Polizei dann
nichts macht. Ich meine, noch klarer kann es doch nicht sein. Hätte die Polizei die Tat verhindern können? Wahrscheinlich schon. Hartmut F. war den Behörden als Gewalttäter bekannt. Es gab Hinweise aus der Nachbarschaft. Ein halbes Jahr vor dem Mord ging beim LKA ein Fax von Nachbarn ein. Sie kennen Hartmut F. offenbar gut. Er arbeitet als Zahnarzt in der JVA. Er fällt durch sehr rechtsextreme Äußerungen auf und sagt auch seit Jahren, er würde bei der Arbeit den Insassen der JVA, nicht Deutsche, bewusst Schmerzen zufügen. Sogar von den illegalen Waffen berichten sie. In dem Keller des Gebäudes befindet sich ein Raum mit diversen Waffen und Munition. Nicht alles legal. Die Nachbarn wissen auch, dass Hartmut F. seine Frau schlägt. All dies veranlasst uns, ihnen dies anzuzeigen, bevor Schlimmeres passiert. Angeblich wurde das Fax an die Polizei vor Ort weitergeleitet. Die lässt auf Nachfrage von Frontal mitteilen. Der genannte Hinweis wurde der Polizei in Achterwehr nicht zur Kenntnis gegeben. Bei Rechtsanwalt Jan Kirschner Unverständnis. Normalerweise geht dann die Polizei los und guckt. Und das ist hier nicht passiert. Und wir wissen nicht, warum bis heute. Also diese Hinweise, die sollen zur lokal zuständigen Polizeistation gelangt sein. Die Polizeibeamten, die aber im Strafprozess ausgesagt haben, haben gesagt, sie hätten davon aus der Presse erfahren, die hätten die nie gesehen. Eine Warnung an die Polizei, die ohne Konsequenzen bleibt, offenbar einfach verschollen ist? 3 Menschen hat Hartmut F. ermordet, mit illegalen Waffen, trotz eindeutiger Hinweise an die Polizei. Bittere Realität in Deutschland. Im Vorfeld von Gewalttaten werden immer wieder Informationen ignoriert oder übersehen. Verantwortung dafür übernimmt selten jemand. Stattdessen rufen Politiker nach Schreckenstaten, nach schärferen Gesetzen. Ist das wirklich sinnvoll? Nachfrage bei Nancy Faeser. Geht da Ihre Initiative nicht am Kern des eigentlichen Problems vorbei? Also ich glaube, man braucht nicht nur eine gesetzliche Veränderung, da wäre ich ganz bei Ihnen. Ich habe ja eine vorgelegt schon vor mehreren Monaten. Aus meiner Sicht darf man halt nicht warten, dass schwere Attentate passieren mit Waffengewalt, wo wir hätten vorher handeln müssen. Faeser bleibt dabei, hält die Verschärfung des Waffenrechts für den richtigen Weg. Was die Polizeiarbeit angeht, von Faeser altbekannte Forderungen und Ankündigungen. Tatsächlich eine gute Personalausstattung in den Waffenbehörden, nämlich auch dem nachzugehen, haben alle die registrierten Waffen, wird alle Auflagen, werden die eingehalten oder was können wir tun, um illegale Waffen auch aus dem Verkehr zu ziehen? Gesetze verschärfen und mehr Personal fordern. Das wird nicht reichen, um Morde mit illegalen Waffen zu verhindern. Waffenexperte Lars Winkelsdorf ist überzeugt, es gäbe heute schon eine bessere Option. Wir haben Möglichkeiten in Deutschland, die illegalen Waffen tatsächlich aus dem Verkehr zu ziehen, wenn die entsprechenden Kräfte bei den Behörden gebündelt werden, wenn das Gesetz wirklich endlich mal umgesetzt wurde, so wie es auf dem Papier steht. Und dazu würde dann eben auch gehören, dass eine zentralisierte Waffenbehörde mit verdeckten Ermittlern zielgerichtet diese illegalen Waffen sucht. Der Fall Hartmut F. zeigt, es gibt viele Wege, an Waffen zu kommen. Aus ehemaligen Kriegsgebieten, von Nazis, Sammlern und kriminellen Dealern. Ein weiteres Gesetz hätte Hartmut F. wohl nicht gestoppt. Hanna, Tobias, Carsten und viele andere Opfer illegaler Schusswaffen könnten möglicherweise noch leben, wenn besser hingeschaut worden wäre. Bei polizeilichen Ermittlungen werden oft sogenannte Vertrauenspersonen eingesetzt. Doch wie weit dürfen solche V-Männer gehen? Die Antwort darauf erfährst du in unserem Video, der Fall Thomas K.